Ja, herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Und zwar auf schwer. Räusper, räusper. Hust, hust. Kotz, kotz. Würg, würg. Was hast du eigentlich so eine dämliche verpackte Grafik, du Leiche? So, weg damit. Ach stimmt, wir haben jemanden oben, ne? Adam, Daddy, da drüben! Was? Adam? Nieden, ich brauch Nieden. Seht, ich hab so wenig Nieden. Da hat nix. Habe ich Geld? Kann ich was kaufen? Das knatscht aber ganz schön. Wie viel Geld habe ich denn? 23, reicht das, um eine Niete zu kaufen? Oh, überhaupt nicht. Dreck. Ich brauche Geld. Ein bisschen Geld wäre sehr schön. Bin ich hier nicht letztens irgendwie zweimal verreckt? Ich habe doch genug Adam, kann das sein? 55? Ja, dann kaufen wir uns was. Aber nicht genug. Erkunden wir mal so ein bisschen, was wir hier haben. Elektroball 2. Kann man sich denken, Winterblast ist auch sehr schön. Damit kann man Gegner nämlich einfrieren. Und man kann sie dann in 1000 Stücke zerschlagen. Das ist so geil. Das habe ich ganz gerne gemacht früher. Körperpanzerung. Physische Schäden, das ist auch interessant. Vorsichtige Hacker, eventuell auch gut. Plasmide verbrauchen weniger Eve, ist auch sehr schön. Was haben wir denn hier? Bohrer Schleicher. Ne, es ist über. Oder? Hm, vielleicht. Headhunter. Aber nicht das, was ich suche. Im Endeffekt nicht das, was ich suche, ne. Suche immer noch den Bohrersprung. Aber wir warten noch einen Augenblick. Erstmal ein bisschen sammeln. So. Scheiße, mir. Ich brauche 2 Dollar. Ist hier Geld drin? Wieso ist hier kein Geld drin? Das ist ein Mülleimer. Da gehört Geld rein. Ja, Fall, ich weiß, dass du mich nach rechts zeigen lässt. Tun. Du willst, dass ich nach rechts gehe. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Kann ja sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Und sei es irgendwie ein Stück Munition oder so. Ich kann alles gebrauchen. Ne, das ist nichts da oben. Und die Mülltonne. Habe ich die Mülltonne da unten schon durchsucht? Ich brauche nur 2 Dollar. Mann, ich habe die Gegend hier total leer gefilzt. Ich brauche echt 2 Dollar. Nur 2 Dollar. Bitte lass da 2 Dollar sein. Macke! Nix drinne. Das auch nix. Ja, gib mir deine. Oh, Magge, ihr habt alle so Scheiße. Was soll das? Der Big Daddy hier ist schwach. Er hat ja nix auf der Rippe. Ja, ist klar, ich geh wieder rein. Ja, ja. Mann. Jetzt muss ich irgendwie 1000 Wege gehen. Obwohl, ich habe da doch ein Leben liegen lassen, oder? Ach geil, es ist ein Tag her und ich habe es tatsächlich behalten. Oh krass, das ist ja eine echte Katze. Wo kommt die Katze her? Seit wann gibt es Tiere hier? Leben! Ja, fressen. Lass uns fressen. Das ist immer schön. Man kriegt hier Leben. Bier. Ja, wir saufen uns Eve. Jetzt werde ich gleich wieder ein bisschen besoffen. Achtung. Ist auch immer so, oder? Ja, oh, Bohrer.
Bohrertreibstoff, Maximum. Boop. Ja, ist gut. Knatschen. Überall nur knatschen. Oh, was ist das für ein Geräusch? Das macht mir Angst. Dring. Jetzt mal ehrlich, ich brauche Geld. Mindestens ein bisschen Geld. Hey, der Naivkürze. Was hat er dabei? Nix. Eine Shotgun? Ich wollte die Shotgun nicht an. Wow! Magier, könnt ihr mal aufhören zu schreien? Alter, was ist hier los? Scheiße, ich habe eine Niete verschwendet. Leute. Aua, 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 aua. Eine Shotgun. Ich habe doch Munition für Shotgun gekriegt. Warum kriege ich die denn jetzt erst? Oh Mann, meine Augen. Oh, ich habe heute Staub gewischt. Oh. Ich bin kein Freund der Shotgun. War ich noch nie. Sardinen. Vitamine. Geld! Geld und Gold, das liebe ich sehr. Und habe ich es von anderen, dann gebe ich es nicht mehr her. So, was haben wir hier noch? Mehr Geld. Und da liegt noch eine Leiche. Noch mehr Geld. Ey, wir können uns mehr Nieten leisten. Mehr Geld. Da liegt noch was. Und blinkt. So finde ich es schon wieder anständig. Anständig und speicherbar. Ja, ich weiß, ich verstoß gegen das Speichergesetz. Es ist schwer. Ihr müsst mir verzeihen. Es ist schwer. Man kann es nicht durchspielen. Aber schwer. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Immerhin, wir können uns 12 Nieten leisten. Das ist immerhin eine Ladung. Obwohl, gegen den Großmeister von Ülskürs komme ich auch nicht an. Hoppla, kann ich das? Alt war das. Uiuiui. Zip. Wieso habe ich gerade Leben verloren? Ich hätte nicht Leben verlieren dürfen. Ich meine, diese Geräusche machen mir Angst. Hier war vorher so viel Leben und jetzt ist hier nichts. Danke. Hätte ich auch mit dem Bohrer arbeiten können, hey, dann hätte ich halt was gespart. Da haben sie Bohrertreibstoff und so. Super, hier ist echt nichts. Ja, ist klar, ich gehe wieder. Mir ist es zu doof. Nee, ich gehe jetzt nach. Ich spiele jetzt ganz normal. Ich gehe nicht in den anderen Weg, sondern ich gehe in Sinclair Deluxe. Ey, Alter, geh mal in Sinclair Deluxe. Da geht die krasse Party, krass fette Party ab.
Was sagt denn meine Map? Ja, da oben war ich, ich weiß. Hier unten war ich prinzipiell auch schon, aber gestorben. Zweimal hintereinander. Das hat er sich aber noch gemerkt, sozusagen. Sophia Lamp hat sämtliche Zugverkehr in Rapture eingestellt. Diese kleine, dreckige Piep. Um dich davon abzuhalten, Elena zu erreichen. Ihre Gefolgsleute können die Sperre allerdings aufheben. Sinclair hat dir gesagt, dass eine Frau namens Grace Holloway das Sagen über Popo's Drop hat und den Hauptschlüssel besitzt, den du brauchst. Geh zum Sinclair Deluxe und hole sie dort. Ach, bla 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 bla. Und suche sie dort und mach sie fertig bis zum geht nicht mehr. Und warum geht meine Stimme gerade auf Exkursionskurs nach Timbuktu? Ich bin gleich mal wieder da. Moment. Hoppla. Husten. Ja, sowas muss man auch mal. Man ist ja schließlich auch nur ein Mensch. So, was haben wir hier unten? Es gibt keinen Kommen. Map. Skid Row. Wo geht's denn hier lang? Offenbar ist das... Ah! Nee, ich gehe jetzt nicht dort zum Ziel, sondern ich mache jetzt das Gebiet hier unten. Weil ich komme hier nicht mehr weiter. Ich kann diesen Abschnitt nicht vollenden hier, weil vor mir direkt eine Sperre liegt. Dann nehme ich es mit dem Fettsack auf und... Ja, mal sehen, ob ich mich killen lasse, ja. Ich mach den Fettsack erstmal fertig. Ihr wisst, der Klotz. Spawn hier wieder Gegner. Ja klar, spawn wieder Gegner. Soll ich sie abfackeln? Abfackeln und niederschlagen, genau. So ist das Motto. Scheiße. Die ist oben. Die bringt mir Muni. Scheiße, ich habe Leben genommen. Scheiße! Hör auf zu schreien, du dämliche Tosse. Du bist scheiße. Von gestern. Hoppla, ich bin gefallen. Hey, das bringt was. Anbrutzeln und dann dingsen. So, hier können hier Geld farmen. Wie viele Slots habe ich denn? Oh, gar nichts, super. Muss ich mich gleich nochmal umentscheiden. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Klotz aufnehmen soll. Was sagt denn meine Kleine? Da geht's lang. Ja, da geht's in den Tod, genau. Okay, die sagt, du sollst in den Tod gehen. Also kaufe ich mir am besten einen Gentonika-Slot. Obwohl, ein Plasmid-Slot wäre auch nicht schlecht. Telekinese ist für mich immer unwichtig, also lieber Gentonika. Ja, ich habe noch nichts, also von daher... Gibt's da schon was, was ich mir auswählen könnte? Nee.